Willkommen zum letzten Tag mit Soldier 78 Sky Striker Deck. Im letzten Part haben wir ein bisschen vom Kopium rausgeschmissen. Mal gucken, ob wir es nicht ganz so heißet. Jo. Und wir spielen gegen Reta 382. Mit dem Blatt kann man arbeiten. Labyrinth. Such Lady. Okay. Das ist blöd. Der hat wohl schon alles auf der Hand, was er braucht. Ui. Doppelte targetet nicht, ne? Uff, hatte der stabil. Ja, immerhin. Immerhin, aber es ist trotzdem. Ungünstiges Ei Blatt hat der stabil. Also sein Blatt ist ungünstig. Ja, okay, die Daruma Karma Cannon ist uns jetzt nicht egal, aber es ist. Oh, der hatte schon gescheit stabil. Das haben wir nicht gebraucht. Das war ein Volltreffer. Aber das ist jetzt trotzdem insgesamt eine schwierige Angelegenheit. Hi. Das hilft nicht. Tactical Conceit oder versuchen wir es? Ich glaube schon, dass das geht. Gehen tut's. Die Frage ist halt, versuchen wir es oder nehmen wir lieber, dass er nicht weiß, was wir spielen? Ich glaube nicht, dass das... Ja, wir könnten theoretisch für den Tactical Conceit gehen, aber ich glaube fast, dass man das hier probieren kann. Das Matchup musst du relativ präzise spielen, um aus Labyrinth Sicht zu gewinnen. Also ich würde es probieren. Okay. Via dann Norman Ray. Ray. Ja. So, wir machen es nicht. Karma Cannon muss eigentlich jetzt kommen, weil danach liegen Link Monster und gegen die funktioniert Karma. Und gegen die funktioniert Karma Cannon einwandfrei. Dann hallo hi. Oder? Nee, warte, stimmt, die liest sich anders. Ja, ich dachte gerade, die liest sich anders. Den Effekt falsch im Kopf gehabt. So, ja. Dann hallo Hayate trotzdem. Weil, was wollen wir sonst machen? So. Mhm. Battleface. Angriff. Effekt. Ich meine, er kann Kagari nicht verhindern, aber kriegen wir drei Spells in Grave? Also ja, wir kriegen drei Spells in Grave, kriegen wir sinnvoll drei Spells in Grave. Aktuell sind wir bei einem. Ja, das heißt, wir müssten halt Shark Cannon und Linkage benutzen. Und oder Schrägstrich einen von beiden in die Roll feuern. Ich würde sagen, wir gehen in. Afterburner reinlegen und nehmen uns den mal wieder zurück auf die Hand. Und suchen dann lieber den Engage mit Shizuku. So, dann hallo Kagari. So, dich dürfen wir ja nicht targeten, aber dich einwandfrei, ne? Das können wir linkagen. Machen wir auch. Ich glaube, das... Hier sind da natürlich Dama Cannon anketten. Aber wenn er Dama Cannon ankettet, kriegen wir trotzdem den Adback. Ist korrekt. Aber mal dann nichts mehr. Weil wir dann nur noch Roll und Shark Cannon haben. Nee, bei einer
daran jetzt Karma Cannon angekettet hätte, hätten wir noch ein Monster gehabt und er hat seine Viecher verdeckt. Das wäre nicht gut gewesen. Ja. Anyway, so, hallo Shizuku. Nein. Nicht die Shark Cannon, bitte. Dann würden wir jetzt aber gerne eine Multi-Roll aktivieren wollen. Wenn er nichts tut. Wenn er noch irgendeine Karte hat, die die hier triggert, dann kann er die jetzt machen und versuchen, uns den Afterburner wieder wegzuschießen. Er hat ja ein Welcome, also er kann das machen, wenn er möchte. Da kommt's auch schon. Jo. Ja. Wenn wir jetzt können wir nicht verhindern. Dann kann er später Karma Cannon aktivieren und kriegt dann trotz dem den Set mit der Ollen. Ja, nee, ist so in Ordnung. Hada. Jo, das hat er leider auch. Wir hätten sie verhindern können, aber die Shark Cannon ist aktuell noch ein bisschen zu gut. Imperm, das ist okay, das ist nicht egal, aber es ist handelbar. Entscheiden Sie jetzt halt die 1 zu 4 Chance. Jo. So, komm schon. Elfchen Nibiru. Auch gut. Naja. Oder dann aktivieren wir mal Multiroll. Okay, Burner, bevor. Wir müssen erst Multiroll aktivieren. Stimmt. Jetzt ist der Effekt ja eh raus, insofern. Ja. Der ist sonst bei Turn, ne? Ja, okay. Wollt nur sicher gehen. So, dann auf der Burner. So, weg. Und wir haben 3 Spells sogar. Das heißt, wir können die Imperm auch direkt abräumen. Dann so jagen wir halt jetzt noch Imperm hoch, nicht, aber okay. Können. Und holen uns mit Roll die Linkage zurück. Weil sonst haben wir wieder nichts. Mhm. Ja, okay, klar, die kommt. Das war klar. Wissen, dass Karma Cannon ja gut geschrieben ist. Ja, ist es leider. Wenn er stehen würde, zerstör. Dann easy, hallo Ray. Aber sag's ja leider nicht. Das Senden wäre nicht mal das Problem. Das Problem ist, dass Karma Cannon so gewordet ist, dass wir das Ding wegsenden. Sagt Ray, send to the graveyard? Oder? Aber es muss vom Gegner sein. Und Karma Cannon ist nicht vom Gegner. Oh stimmt, leave the field Ray ist ziemlich gut. Effect, never mind. Ja, aber Dharma Cannon halt auch. Karma. Daruma Karma Cannon. Dharma war was anderes, das war eine Cubic-Karte. Wissen wir gerade, was so auf seiner Hand alles rumfliegt? Nee, ne? Ah, doch, das wurde. Doch, die wussten wir. Doch, die unter wussten anderem wir. Eine Ariana. Die hat er. Ja. Mangels Alternative. Ja. Sehe ich auch, wo der Fehler war.
gerade eben. Wir hätten nicht Linkage setzen dürfen, wir hätten Char Cannon setzen müssen. Ja. Weil jetzt kriegt er Chandelier wieder auf die Hand. Er soll ihm halt mit. Und das ist das Problem. Ku-Klok kriegt er wieder auf die Hand. Und das ist das Problem. Genau. Ja. Nein, wir hätten Char Cannon setzen müssen, um genau diesen Ku-Klok-Adback zu verhindern. Ja, weil zusammen mit dem Vieh, was er jetzt mit Labyrinth holt, sollte das Kill sein. Gar nicht, er hat jetzt zu viel Value. Das ist ziemlich genau das, worum es geht. Denn wenn wir nicht tot sind, hat er jetzt an der Stelle dann, trotzdem zu viel. Wenn wir nicht tot sind, dann brauchen wir Linkage, um was machen zu können. Weil was bringt uns mit Shark Cannon ein Play zu, wenn wir danach nichts haben? Wir hätten dann mit in der Endphase, in seiner Endphase mit Multiroll dann die Linkage runtergesetzt. Ja. Stimmt, das wäre gegangen. Labyrinth muss präzise spielen, ja, aber Sky Striker muss auch präzise spielen. Das war nicht präzise, wir gehen ins nächste. Nein. Ja, noch leben wir. Aber ich glaube nicht. For all intents and purposes leben wir nicht mehr, jetzt hat er zu viel. Und wir zu wenig. Außer der spielt jetzt in die Büro rein. Nee, der schießt in die Büro jetzt ja weg. Mit ihr. Wir müssen jetzt mal Linkage anketten, sonst schießt er die Linkage weg. So, dann tschüss Roll und hallo Keiner. Yes. So, Nibiru fliegt. Oder muss er eigentlich schon auswählen, was er macht mit dir? Ich glaube nicht. Ich meine, er sagt einfach nur, dass er den Effekt gerne. Ja, ja, er triggert das und dann. Okay, ja, dann hätten wir mal Ray wieder zurück gerne. Ja, so. Nein, kein Effekt. Noch nicht. Ja, Reset war's. Wir sind, glaube ich, erst bei 3 Summons, ne? Ja. Ich glaube auch, ja. Ne, ich glaube nicht, dass er den Nibiru live machen wird. Gehen tut das, aber nur, wenn man sich anstellt. Ja, ich meine, er wird nicht aus Versehen in Nibiru reinspielen, das meinte ich. Chaos Angel, damit hat er Ray rausgebaitet, leider. Jo. Dann in Kagari. Ja, dann ja. Kagari, I guess. Jo. Adback. Burner, I guess. Der wurde mit was geholt? Der Chaos Angel? Dark. Also sprich. Dark. Ja. Egal. Also sprich, ja, Nibiru frisst ihn. Auf der Burner, I guess. Aber interessant, den Chaos Angel habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Ich weiß nicht, was er sich jetzt von dem versprochen hat. Außer die Idee, dass er vielleicht. Also weil loswerden tut er unsere Monster ja immer. Er macht jetzt dadurch halt ein bisschen mehr Schaden. Ja, aber halt nicht Lethal Damage. Hm. Ja. Und der ist ja nur gegen, selbst wenn er ihn mit Licht geholt hätte, wäre er nur gegen Monster-Effekte geschützt. Das heißt, der Afterburner killt ihn immer.
So, können wir dann jetzt ins nächste gehen? Okay. Passt. Ja. Ja. Können wir. So. Okay. Wir wollen Backrow Hate haben. Nibirus können wieder raus. Black Goat Loves. Black Goat Loves ist ziemlich stabil. Ja, eigentlich schon. So. Ja. Lightning Storm ist nicht sogar, weil er einfach alles anketten kann. Lightning Storm ist nur so Medium, weil da kann er seine Trap auch anketten. Deswegen lassen wir die mal. Also schmeißen sie raus. Thrust und Talent sind tatsächlich live in vielen Fällen. Ja, weil der aktiviert auf jeden Fall Monster-Effekte. Lightning Storm, wenn wir Second gehen, ist auch okay. Und dann. Und dann ja, gut, der kann nicht alles anketten. Droplets rauswerfen, nehme ich an. Ist das das Play so? Ja, sieht gut aus. Jo. Ja. So, wir gehen Second. Das funktioniert. Das funktioniert relativ stabil. Kommt natürlich ein bisschen drauf an, ob wir jetzt das Evil aus der Hand verlieren. Aber wir haben schon mal eine Karte, um sie anzuketten, dass er dann nicht dass er Ding nicht triggern kann. Oh, der hat einen langsamen Start. Auch gut. In dem Fall gehen wir mal Stand by Main. Ja. Oder er macht vorher sein Welcome. Be my guest. Warte. Jo, macht er. Okay. Dass die andere in Response kaputt schießen. Wenn wir die andere in Response hochjagen und das ist ein Big Welcome, dann muss er es anketten. Und misst dann das Timing für den Schuss. Und in dem anderen Fall war es irgendeine Karte, die wir los sind. Schau mal einer gucken. Ja, das ist ein Big Worker. Weil jetzt ist nämlich awkward und er kann die ganzen Effekte, die er eigentlich triggern will, alle nicht triggern, weil das jetzt in der falschen Reihenfolge aktivieren musste. Was die Frage auch, warum er nicht mit Big Welcome angefangen und Welcome gechained hat. Jetzt hör aber auf, das wäre intelligent gewesen. Ja, und die hat nichts Verdecktes, das heißt, die stirbt einfach. Ja, okay, gut, der passiert. Okay, sie hat was Verdecktes, never mind. Ja, aber es darf in dem Zug nicht aktivieren, wenn er jetzt nicht auf mysteriöse Weise an eine Kuhglock rankommt. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, wir können sie nicht targeten. Was wir genau vorher jetzt Lightning Storm, das wäre actually eine Idee. Dieses Mal sind wir vorbereitet. Okay, ja, dann Rota, Ray, Change of Heart, Sieg, Hayato. So ungefähr in der Reihenfolge. Diese Custom Rota. Blöd ist natürlich, wenn er dafür jetzt eine Ash hat. Ja, das ist blöd. Aber konnte man nicht drum rumspielen. Aber dann setzen wir jetzt mal Black God Loves und Evenly und sagen Go. Jo. Theoretisch hätte man dafür gehen können, dass man, bevor man den Lightning Storm zündet, erstmal guckt, ob Rota resolved. Das wäre wahrscheinlich besser gewesen. Weil der Lightning Storm läuft uns nicht weg. Ja, aber ich meine, ein Welcome Wack ist auch nicht schlecht. Es bringt aber auch nichts. Ne, aber Blackout Lars bringt jetzt was. Weil die Lovely nämlich nicht im Friedhof liegt. So, also, wir müssen noch. Und auch wieder nichts, weil er immer noch, weil dann holt er halt was anderes.
es bringt schon ganz gut was. Es hält ihn, es verhindert die Karte nicht komplett, aber es sorgt dafür, dass er ein deutlich schlechteres Play machen muss. Das ist schon was. Announcen wir mal so, die nein. große Decke. Wieso? Ah, jetzt. Okay. Das ist jetzt die Richtung. War gerade kurz verwirrt. Lovely. Ja, Lovely Labyrinth. Das hier okay. ist Lady Labyrinth. Ja, das ist Lady Labyrinth. Und die andere heißt Lovely Labyrinth. Ankötten darf er leider trotzdem. Das lässt sich nicht vermeiden. Ja, weil das halt auch eine Trap ist. Und jetzt holt er halt einfach Ariana und sucht sich was. Oder Kuglock. Aber Ariana ist besser. Ja, Ariana ist besser. Warum nimmt er sich die jetzt auf die Hand? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ich meine, er hat die Normal Summon noch, es ist egal, aber... Ja, I guess. Weil er die in der Takt drehen wollte vielleicht. Kann gut sein. Aber solange wir uns nicht killt haben, war evenly. Also überlegen, wenn er Kuglock hat. Wenn er sich jetzt Kuglock sucht. Dann mit Welcome. Fall den zweiten. Den zweiten großen Stock nicht. Nee, weil er. Weil. Nee. Richtig. Ja, gut, er muss er ja nicht. Er könnte ja eine zweite Lady holen, oder? Das würde doch gehen. Wenn er zwei Ladies spielt, ja. Wenn er zwei Ladies spielt. Schade, dass er den Fieldspan nicht zuerst aktiviert hat. Dann drücken wir mal das Evenly. Ja. Zumindest so clever war er. Mal gucken, was er behält. Wahrscheinlich Welcome. Überlegt er jetzt gerade, ob er mit einer... Ob er mit einer weiteren... Nee, okay. So. Okay, mal gucken, was er behält. Wie gesagt, wahrscheinlich Welcome. Okay. Ha, der Schaffler. Das ist der Schaffler, ja. Das ist sein letztes Big Welcome. Doof ist halt bloß, dass es aktivieren können wird, bevor wir den Change of Heart machen können. Actually, wie lautet sich Blackout Last nochmal? Ja, okay, das heißt, wenn er macht, dann aktivieren wir Lovely, damit er unsere Handkarte nicht kaputt schießt. Nein. Oder warte, was du das mit der Handkarte? Beide waren das nicht. Nein, okay. Hat Lovely nicht auch vom Feld oder Hand kaputt ja, schießen Lovely. Können? Ja, Lovely, ja, ja. Okay, dann. Ja, genau. Dann warten wir, bis er Big Welcome umdreht. Und dann ketten wir Black Goat Loves und deklären Lovely. Wir haben nicht zufällig drei Spells im Grave, oder? Aber wir können die Olle eh nicht zielen. Haben wir schon, aber wir können die nicht targeten. Wir haben schon drei Spells, das ist nicht das Problem. Okay, dann setzen wir mal den Change of Heart und sagen Go.
Und wenn er intelligent ist, dann lässt er das jetzt einfach geschehen, geht in seinen Zug, deklärt eine Battleface und sagt, Angriff an alle unsere Karten zielen. Was er eigentlich wissen sollte. Ja, die Frage ist, ob er mit... Ja gut, er kann ja mit ihr sowieso, wenn die nächste aus dem Deck holen. Wenn er jetzt Blackout Loves umdreht. Ja, wir drücken jetzt einfach Endface. Und wenn er intelligent ist, macht er jetzt einfach gar nichts. Und hoffen, dass er erschrickt. Wie gesagt, es ist halt die. Es gibt nicht viele Karten, die es ihm versauen können, weil, wie gesagt, auch wenn er jetzt Welcome umdreht, holt die ja aus dem Deck einfach das in die nächste Trap-Card, dann ist sie wieder nicht, wenn wir was zum Anketten haben. Was wir dann ja aktivieren könnten, weil er dann ja keine Set-Karten mehr hat, wenn er die verdeckte umdreht. Aber er macht's. Okay, ja gut, dann. Ja. Black Goats declare lovely. Wie sagt er mit seiner blöden Klug-Lock? Wieso steckt er immer Klug-Lock vor? Ich weiß nicht, wie da die interne Logik aussieht. Aber ich nehme an, es gibt einfach eine intelligente Vorauswahl und in der Liste dieser intelligenten Vorauswahl steht halt Klug-Lock zufälligerweise oben. Interesting. Ja gut, er kann trotzdem jetzt den Effekt benutzen. Ja. Aber er Doch. Hat nichts aus dem Deck geholt. Nein, ich meine mit... Konnte er ja nicht, wir haben ja was angekettet. Achso, auf dem, klar, im Friedhof ist kein Trap-Card, in der er kriegt ja noch den Scheiß wieder von... Nur ein Trap-Effekt. Okay, ja, dann ist es durch. Okay, beim zweiten glaube ich aber, dass wir da hätten irgendwas machen können. Also du kannst das Matchup gegen Labyrinth einwandfrei gewinnen, aber nicht, wenn alle Big Welcomes und alle Welcomes resolven, weil du keinerlei Ashes ziehst. Irgendeine Ash brauchst du schon. Ja. Mhm. Naja, Deckbewertung. So, das hier war das ursprüngliche Deck. Und das hier haben wir draus gemacht. Also. Sky Striker ist nach der Bannliste stärker als vor der Bannliste. Obviously, weil jetzt haben wir Engage wieder. Stärke und stark genug sind zwei verschiedene Sachen. Ja. Das Deck ist tot. Irgendwann muss man es einfach mal einsehen. Also, das Deck als Solo-Deck ist tot. Pure. Du hast einfach nicht die Power, du hast nicht die Pushes, du hast gar nichts. Nimm einfach die Karten aus dem Deck, die gut sind, und schmeiß sie woanders rein. Ja, also das hier ist wahrscheinlich die beste Möglichkeit, Sky Striker Karten zu benutzen. Das ist kein Sky Striker Deck, das ist uns durchaus bewusst. Die Sache ist halt die, der Art und Weise, wie es funktioniert, lässt sich Sky Striker nicht mit viel kombinieren. Und ich glaube nicht, dass du mit Sky Striker Runic heute weit kommen wirst. Nein. Und es gibt halt auch nicht viel anderes. Du darfst halt nichts haben, was die Main-Monster-Zone blockiert, weil so funktioniert Sky Striker. Wie bereits im Umbau gesagt, es kommt sehr viel Support für Sky Striker raus. Konami hat das Deck auf dem Schirm. Da kann gut sein, dass das irgendwann mal guter Support dabei ist und das Deck wieder was wird. An dem Punkt sind wir aber nicht. Und unabhängig davon haben wir ja bereits gesagt, Sky Striker alleine wäre schon Kopium. Sky Striker Spellbook. Uff. Ja. Yes. Sky Striker, vor allem Sky Striker Spellbook, so wie es hier gebaut wurde. Ja. Es bringt einfach nichts. Also ich meine, die andere Version, die wir gebaut haben, die wirklich pure Sky Striker, wenn du damit auf Locals gehen willst, hab Spaß. Dann würde ich aber die Version spielen und nicht hier die mit den Spellbooks. Weil, wie gesagt, dafür muss zu viel in einer Reihe stehen. Ja. Aber, wie gesagt, also die andere Liste für Locals, wenn du da Sky Striker spielen willst, mach das. Auf größerer Scale betrachtet, wird auch das andere Deck nichts reißen können. Nicht in relevantem Maße und somit qualifiziert sich's auch nicht mehr für eine bestehende Note. Also, sorry.
C für Kopium wäre lustig, aber das hier ist leider ein F für find ein anderes Deck. Sorry, wenn es gemein klingt, aber Skystriker ist... Das Deck ist von 2018, ist wir haben 2024, sieh's ein. Und das Deck ist jetzt nach den ganzen Unnerves quasi, ist es so stark, wie es 2018 war. Du spielst mit einem Peak Power 2018 Deck. Was erwartest du? Na? Ja, weil die einzige neue Karte, die wirklich drin ist, ist ja Linkage. Ja, und Rose. Das war's. Die restlichen neuen Karten sind ja alle nichts. Rose kam auch signifikant später nach. Aber. Ja, okay, ja. Die wir übrigens nicht einmal gezogen haben. Nein. Oder irgendwie geholt haben. Brauchst du auch nur für den OTK. Und dafür hatten wir nie das Setup. Ja, anyway. Wie gesagt, F hierfür. Und man sieht es nächste Woche wieder bei Metamatches. Tschüss dahin. I'm not going to be able to do that.